Er hat sich ganz sicher immer sehr bemüht. Doch die große, wahre Liebe, die ist Peter Sattmann noch nicht über den Weg gelaufen. Inzwischen ist er 60 und will es in puncto Liebe nun etwas ruhiger angehen, nicht aber als Schauspieler. Oft ist Peter Sattmann auf ernste und sogar düstere Rollen festgelegt. Ganoven oder undurchschaubare, zwielichtige Figuren sind sein Fach oder Respektspersonen. Heute ist er aber hier im Ersten in einer Komödie zu erleben, in 1:0 für das Glück. Da freut sich Peter Sattmann wirklich diebisch. Wenn wieder einmal Zeit bleibt für ein Spiel. Das war schon immer seine Leidenschaft. Heute am heimischen Computer, früher im Casino. Hochgepokert hat er damals, oft bis an den Rand des Ruins. Als junger Mann, so als ich noch mit wenig Geld am Theater spielte, habe ich viel gepokert und in die Spielbank gegangen. Habe also diese Spiele gespielt, wo man Geld gewinnen und meistens verliert. Das habe ich Gott sei Dank hinter mir gelassen. Also ich gehe nur noch ganz, ganz selten in die Spielbank. Also und dann auch nur mit 300 Euro. Und wenn die weg sind, gehe ich wieder raus. Aber früher war ich kurz vor, dass es krankhaft wurde und auch mich ruinierte. In 1:0 für das Glück spielt Peter Sattmann einen Hausmeister, der anfangs so seine Schwierigkeiten mit einer Lehrerin hat. Jetzt bin ich aber baff. Also, 212 Wasserhahn, bis spätestens heute Mittag. Was immer Sie glücklich macht, Frau Winter. Fließendes Wasser würde mir schon reichen. Für Sie auch einen schönen guten Morgen, Frau Winter. Peter Sattmann, der gebürtige Sachse, hat schon in unterschiedlichsten Rollen vor der Kamera gestanden. Noch nie durfte er im sächsischen Dialekt sprechen. Darum musste er lange kämpfen. Ich habe mich noch nie, das ist keine Übertreibung, noch nie so rundum wohlgefühlt wie in dieser Rolle. Allein durch die Tatsache, dass ich meine Muttersprache sprechen konnte. Und es war auch das erste Mal, ich bin seit 40 Jahren Schauspieler. Ich habe immer darauf gehofft, dass ich es mal anbringen kann. Es hat nie geklappt oder es wurde mir verboten. Und auch diesmal war es ein beinharter Kampf, ist durchzusetzen. Privat ist Sattmann sein eigener Hausmeister. Schon als Kind ist er mit der Laubsäge groß geworden. Der Hundefan versucht, alles selbst zu machen. Die praktische Ader hat er von seinem Vater, einem Gurkenbauern, geerbt. Peter Sattmann braucht fast keine Handwerker, auch wenn das manchmal gefährlich werden kann. Ich traue mir jetzt keine Klempnerarbeit wirklich zu, aber das, was so Kleinigkeiten hier im Haus sind, auch Elektrik, also ich habe ja auch da war ja nichts drin hier in dem Haus, also da habe ich viele Leitungen gelegt und Fassungen oben hingetan oder so, nur da bin ich echt gefährdet. Also alles, was heiß ist, unter Strom steht, vergesse ich immer. Also ich habe unzählige Male mir schon den Zitterer geholt an irgendeiner elektrischen Leitung. Der bekennende Fußballfan Sattmann beim Trockentraining. In 1:0 für das Glück trainiert er als Hausmeister zusammen mit Thekla Carola Wied, die Fußballmannschaft der Schule, und hat letztlich Erfolg. In seiner Jugend hat der Schauspieler selbst jahrelang aktiv gekickt. Zu großen Ehren kam er aber nie, nicht einmal in der örtlichen Tageszeitung. Ich war 7 Jahre dabei und jahrelang, ich wurde nie erwähnt. Ich war zwar in der Aufstellung drin, aber ich wurde nie mit einer Glanzleistung erwähnt. Das erste Mal, dass man mich namentlich und groß und fast in Schlagzeilen erwähnt hatte, war nach einem Eigentor. Auch wenn der Ruhm nicht so recht einkehren wollte, das Jubeln hat Peter Sattmann nicht verlernt. Und seine Fans werden froh sein, dass aus ihm kein zweitklassiger Fußballer, sondern ein erstklassiger Schauspieler geworden ist. Wenn Sie also mehr von Peter Sattmann sehen wollen, dann schauen Sie doch heute einfach rein in 1:0 für das Glück, 20:15 Uhr hier bei uns im Ersten.